Griechenland ist ja hochverschuldet, das Land ist hochverschuldet und deswegen steht das Land unter internationalem Kuratel. Und da gibt es diese Troika aus Europäischer Zentralbank, Europäischer Kommission und internationalem Währungsfonds und die machen da so Reformvorschläge. Aber was heißt Reformvorschläge? Eigentlich machen sie Reformbefehle. Reformvorschläge, schon das Wort ist natürlich so eine ideologische Hülle, weil früher hat man ja etwas Reform genannt, wenn man irgendwas verbessert hat, aber seit 20 Jahren nennt man es Reform, wenn man den Leuten etwas wegnimmt, wenn man ihnen ihr Leben erschwert und wenn man die Dinge verschlechtert. Also, wenn heute von Reform die Rede ist, dann kriegen die normalen Leute vernünftigerweise gleich eine Panikattacke und fragen sich, was will mir der jetzt schon wieder kürzen? Was will der mir jetzt schon wieder an Einkommen wegnehmen, um es irgendwelchen Geldsäcken zu überweisen? Und jetzt ist also wieder so ein Reformvorschlag durchgesickert, den die Troika den Griechen gemacht hat. Die Griechen sollen die 5-Tage-Woche abschaffen und durch eine 6-Tage-Woche ersetzen. Ja, und da gibt es ja Leute, die finden, das ist vielleicht gar nicht weitreichend genug. Ich meine, 5-Tage-Woche ersetzen durch 6-Tage-Woche kann man ja gleich eine 7-Tage-Woche nehmen. Und wenn dieser depperte Kalender nicht im Weg wäre, könnte man glatter 8-Tage-Woche nehmen. Das wäre doch was. 8-Tage-Woche und 26-Stunden-Tage. Damit könnte man bestimmt schlagartig alle Probleme lösen. Ganz sicher. Reformiert die Uhr. Und wissen Sie, das sind ja alles keine Kleinigkeiten. Ich meine, wir sind schon so abgestumpft von all den Zumutungen, mit denen man uns kommt, dass wir uns gar nicht mehr so richtig empören können. Oder, ich meine empören, ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist, weil bei empören, da klingt ja immer so mit, dass man zur Weißglut gebracht wird. Aber man kann, man muss doch eigentlich auch mit kühlem Kopf sagen, wie unfassbar ist denn das alles eigentlich? Ich meine, für den 8-Stunden-Tag und die 5-Tage-Woche, wissen Sie, wann das in unseren Breiten die Arbeiterbewegung erkämpft hat? Spätestens ab den 1880er Jahren haben praktisch alle Arbeiterorganisationen dafür gekämpft in Europa. In Österreich gab es seit den 1890er Jahren entsprechende Betriebsvereinbarungen und 1918 wurde der 8-Stunden-Tag dann unter dem großen Sozialreformer Ferdinand Hanusch gesetzlich verankert. Und was wir uns also so um die Jahre 1900 leisten haben können, das können wir uns heute nicht mehr leisten. Was wir uns zu Zeiten der Pferdefuhrwerke leisten haben können, das können wir uns im Internetzeitalter nicht mehr leisten. Wie krank ist das denn? Das ist das Erste. Und das Zweite ist diese Arbeitsmarktreformen, die die Troika für die Griechen vorschlägt. Die beziehen sich ja auf die griechische Privatwirtschaft. Also natürlich auch auf den öffentlichen Sektor, aber primär und im Wesentlichen natürlich auf die Privatwirtschaft. Und da kann man natürlich jetzt mit Recht sagen, okay, die Regierung soll sparen, damit die Staatsschulden eingedämmt werden. Aber was hat eigentlich die Arbeitszeitregelung in der Privatwirtschaft mit den Staatsschulden zu tun? Richtige Antwort. Zunächst einmal gar nichts. Man versucht halt in einem angeschlagenen Staat jene neoliberalen Deregulierungen durchzusetzen, die man ohnehin durchsetzen will, weil es halt gerade eine gute Gelegenheit ist. Aber natürlich, und das ist das Dritte, auf indirekte Weise hängt es natürlich schon mit dem griechischen Staatsdefizit zusammen. Denn die griechische Wirtschaft hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren, verglichen mit den anderen europäischen Partnern. Das heißt, die griechischen Güter sind relativ gesehen teurer geworden, damit haben die griechischen Unternehmen weniger verdient. Griechenland hat ein horrendes Leistungsbilanzdefizit und das Land musste sich immer mehr im Ausland verschulden. Staat und Unternehmen und auch private Konsumenten. Und theoretisch zumindest sinken natürlich auch die Steuereinnahmen des Staates, wenn die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sinkt. Praktisch ist es natürlich in einem Land, wo das mit dem Steuerzahlen ohnehin ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so ernst genommen wird wie in Griechenland, nicht so ein direkter Zusammenhang. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, der entscheidende ist. Eigentlich, die griechischen Unternehmen haben also an Wettbewerbsfähigkeit verloren und die müssen sie jetzt wieder gewinnen. Und das geht natürlich nur, wenn die Löhne in Griechenland relativ zu den Löhnen bei uns oder relativ zu den Löhnen in Deutschland sinken. Wobei, um präzise zu sein, es müssen die Lohnstückkosten sinken oder noch genauer, der Wettbewerbsnachteil bei den Lohnstückkosten muss geringer werden. Und das kann man natürlich machen, indem man die Löhne senkt oder dass man die Arbeitszeit ausweitet. Weil wenn man die gleiche Arbeit für weniger Lohn macht, ist das eine Lohnsenkung. Aber wenn man für den gleichen Lohn mehr Arbeit macht, ist das natürlich auch eine Lohnsenkung. Und insofern, aber nur insofern, sind diese Vorschläge der Troika natürlich nicht vollkommen hanebüchen. So, aber jetzt fragen wir uns doch mal, wieso hat denn die Wettbewerbsfähigkeit der Griechen dermaßen gelitten? Sind die so faul, die Griechen, oder haben die so astronomisch hohe Löhne kassiert? Sind also die Griechen schuld? Nein, meine lieben Zuseher, daran sind unter anderem sie schuld. Ja, sie sind daran mit schuld.
Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was heißt vielleicht, bestimmt fragen Sie sich, wieso soll ich schuld sein, wenn es den Griechen schlecht geht? Ja, aber das ist ganz einfach. Man hat ihnen ihre Löhne und ihr Gehalt gekürzt, woran sie nicht schuld sind, aber sie haben es zugelassen, woran sie schon ein bisschen schuld sind. Und deswegen sind sie schuld, dass unsere Unternehmen wettbewerbsfähiger wurden gegenüber griechischen und Unternehmen anderer europäischer Länder und dass wir alle zusammen die kaputt konkurrenziert haben. Und klar, es ist natürlich schön, wenn unsere Unternehmen wettbewerbsfähig sind. Aber es stellt sich natürlich schon die Frage, um welchen Preis eigentlich? Und bei uns, also auch bei uns in Österreich und in Deutschland, war das natürlich noch viel fataler. Das sind in den Jahren 2000 bis 2008 zumindest, da ist die Produktivität gewachsen und die Wirtschaft ist auch ganz ordentlich gewachsen. Nur die Einkommen der Beschäftigten, die sind nicht gewachsen oder halt nur ein ganz kleines bisschen und in Deutschland sind die Reallöhne sogar tatsächlich buchstäblich zurückgegangen. Die Lohnquote, also der Anteil von Löhnen und Gehältern an allen Einkommen, die ein sehr, sehr sprechender Indikator für all das ist, die fällt auch in Österreich seit über 30 Jahren kontinuierlich. 1977 betrug die noch ca. 77%, heute beträgt sie gerade so 66%. Das heißt, während die Gehälter und Löhne stagniert sind, explodieren Kapital- und Unternehmenseinkommen. Und so hängen die Dinge zusammen. Sie akzeptieren, dass Sie ein immer kleineres Stück vom Kuchen kriegen, lassen sich auch noch einreden, ja, wir arbeiten so solide, wir sind so eine solide Wirtschaft. Das heißt, Sie sind auch noch stolz darauf, dass Sie weniger verdienen als Ihre Nachbarn und die Nachbarn werden damit niederkonkurrenziert. Und das ohne jede Notwendigkeit, weil unseren Unternehmen geht es ja eigentlich wunderbar gut. Die griechische Wirtschaft hat an Wettbewerbsfähigkeit verloren, weil wir die Umverteilung von unten nach oben zugelassen haben oder wenn Sie das gern weniger klassenkämpferisch haben wollen, weil wir die Umverteilung von den Arbeitnehmerentgelten zu den Unternehmenseinkommen zugelassen haben. Deshalb hat die griechische Wirtschaft an Wettbewerbsfähigkeit verloren. So, und wenn wir das jetzt korrigieren wollen wieder, dann gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit A, wir verteilen wieder ein bisschen in die andere Richtung um, sodass bei uns die Gehälter steigen. Klar, in einem Maß, das die Unternehmen nicht umbringt, also 5-6% jährlich. Und bei den Griechen, bei denen lassen wir alles gleich. Dann gewinnen die Griechen jedes Jahr ein bisschen an Wettbewerbsfähigkeit dazu. Das heißt, die normalen Leute bei uns werden wieder ein bisschen reicher und die Griechen, die werden zumindest nicht ärmer oder nicht exorbitant ärmer. Und die andere Möglichkeit ist Möglichkeit B. Wir machen bei uns so weiter wie bisher. Lohnsteigerungen unter der Wachstumsrate und unter der Rate der Produktivitätszuwächse. Stagnation der Löhne, weiterer Rückgang der Lohnquote, weitere Umverteilung von den Arbeitnehmerentgelten zu den Unternehmensgewinnen. Ja, dann können die Griechen natürlich tatsächlich nur an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen, wenn sie noch mehr die Löhne kürzen, wenn sie noch mehr die Arbeitszeiten ausweiten, eine 6 Tage, 7 Tage, 8 Tage, 9 Tage Woche einführen. Ja, so können wir natürlich auch weitermachen. Und irgendwann sind wir mit unserem wunderschönen Standorts- und Wettbewerbsfähigkeitskonkurrenz-Contest so erfolgreich gewesen, dass wir die sozialen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts wiederhergestellt haben. Die Verhältnisse, unter denen ein 8-Stunden-Tag und eine 5-Tage-Woche noch eine soziale Utopie, ein Traum waren. Und dann können wir uns voller Stolz und voller Inbrunst auf die Brust klopfen und sagen, weit haben wir es gebracht.